Black Smithers and Black Mrs. Smithers. Today we make a special knife, a Damascene kitchen knife, and you brauchst for the knife a special Obama Borax, this is the name. This is not for the nose. Und da die meisten kein so gutes Englisch sprechen, mache ich jetzt auch mit Deutsch weiter. Ja? Machen wir lieber mit der weltweiten Deutschsprache weiter. Also wie gesagt, gutes Borax irgendwie ist auf jeden Fall ein Must-Have. Oh, sorry. Ich probiere im Deutschen zu bleiben. Ja? Ja, zwei Hämmer, der ein kleiner, weiß auch noch nicht warum, schadet ja nicht, ein großer. Das habe ich jetzt hier, eine Wasserpumpenzange, weiß ich auch noch nicht, aber eine Kombizange auf jeden Fall, um auch gut anzufassen. Ja, eine Schutzbrille nehme ich eigentlich sonst auch nie, aber ja, aus sicherheitstechnischen Gründen, also wenn wer irgendwie nachmacht, nicht, dass einer sagt, jetzt ist mir doch was in die Fresse geflogen, ne? Also Schutzbrille schadet auch nicht. Ne? Schweißerhandschuh, flammensicher, ja. Kann man nehmen, ich nehme ja gerne diese, aber wie gesagt, heute auch für die Aufnahmen nehme ich mal einfach den. So, ja, was habe ich jetzt zusammengebraten, gebaut? Ich habe jetzt mal zwei Nägel genommen, einfach mal so 140er Nägel und habe in der Mitte einen hochwertigen Stahl genommen und zwar einen Bohrer. Es ist ein 6,5er Bohrer, einen Stahlbohrer. Ich habe das vorne und hinten, habe ich das einfach mal ganz special mit Elektrode verschweißt, dass es nicht auseinander geht. Ich glaube, oben ist schon auseinandergegangen. Na, ist egal. Scheißegal. So. Ja, wegen der ganzen Alien-Scheiße, ne? Das wollte ich ja nochmal erwähnen, ne? Ich habe ja so ein Alien-Glas hier, so mit Glitzer, ne? Also jetzt, ne? Aber muss auf jeden Fall erwähnt werden, ne? Nick, weiß Bescheid. So. A und O. Oh, nebenbei wartet noch ein Ei. Muss eigentlich noch Salz und Pfeffer dran, aber ist egal. Das Wichtigste ist beim Amboss, ja. Hier ist nochmal ein Amboss. Immer schön die Ambossfläche auch sauber halten. Und könnt ihr den dann danach auch ruhig nochmal irgendwie mit irgendwas einreiten. Ne? Das ist auf jeden Fall, also Ambossfläche immer schön sauber halten. Und ja, siehst du, jetzt ist ja auch schöne Eiweißfilm drauf. Hallo Mutti. So, okay, beginnen wir mal gleich. Ich mache auch gar keine großartigen Schnitte. Warum heißt der Damascener Kitchen Stahl? Weil der einfach, dieser Damascener Stahl, man kann den in einem herkömmlichen Ofen zu Hause, in the Kitchen, sag ich jetzt mal, bauen. Ne? Habe ich ja zwar auch noch nicht gemacht, aber probieren wir einfach mal. So, 12 kW Ofen, Holz ist drin, frische Eiche, süß-sauer. Oh, ganz schön voll. Machen wir auch gleich nochmal eine Nahaufnahme. Aber ich stecke ihn erstmal jetzt so tief wie möglich rein. Ja, so richtig schön, so richtig rein. Oh, das ist geil, oder? So, Klappe zu. Und los geht das. Kurzer Schnitt, ich blende auf die Eier. So, also hier ist auch nichts jetzt hier mit doppeltem Boden. Ja, das ist mein kleiner Amboss. Ich denke mal so irgendwie was. Bei 40 Kilo wird er haben. Hier oben brät nebenbei ein Ei. Das ist immer ganz praktisch, wenn man so einen Kombiofen hat, wo man drauf... Ach ja, einen Backofen hätte ich jetzt auch noch. Immer mit 400 Grad. Auch ganz geil. Aber ist egal. Gut, okay. So, hier habe ich das jetzt mal reingebraten, ja, dass man das schön sieht. Und wir kriegen das auch wirklich, sage ich jetzt mal, mit dem Eichenholz. Ohne, dass wir jetzt anfangen, jetzt hier zu zaubern mit irgendwie großartig Schmiedekoks. Auch wirklich auf eine anständige Temperatur. Also für ein kleines Messer reicht das immer mal satt hin. So, okay. Und jetzt mal gleich wieder auf die Vollleinwand und auf das Schmiedegeschehen. So, das A und O als kleine Grundlage. Legt euch die Schmiedesachen nicht zu weit weg von Amboss, ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe das Borax jetzt mal hier in so einem kleinen kurzen Glas einfach mal so reingetan, dass ich es sofort habe. Eine kleine Zange dabei, einen großen Hammer. Ich habe dafür jetzt eine handelsübliche Wikinger-Ruderertruhe genommen. Ihr könnt aber auch jede andere Truhe nehmen von Ikea oder... Also, was ihr dann an Truhen so habt, wo ihr die Sachen drauflegen könnt.
Also falls ihr keinen Tisch habt, aber. Also eine Truhe. Die meisten nehmen Truhen, ne? Und so zwischendurch immer mal wieder, ne? Das ist schon eine geile Sache. Wenn man einfach mal so nebenbei so ein Ei braten kann, oder? Wie gesagt, wir wollen das alles ein bisschen real machen. Ich habe jetzt auch nicht zwischenzeitlich mal reingeguckt, ja? Sondern einfach mal so auf Verdacht gucke ich jetzt mal, was das Eisen im Ofen sagt. Okay. Oh, meine Fresse. Martha, komm auf Kamera. Der Lars hat hart. Guckt euch das mal an. Und das ist im stinknormalen Ofen, ja? Wir fangen jetzt noch nicht an mit Feuer schweißen. Ich will das jetzt erstmal alles schön zusammenkriegen hier. Schön auf eine Fläche. Ein Wahnsinn. Man kann jetzt auch sehr schön sehen, wie der Bohrer viel schneller die Hitze abgibt. Weil wir machen es jetzt gleich auch wirklich kirschrot und dann prügel ich das dann zusammen, dass wir es dann feuerverschweißt kriegen, okay? Seid ihr dabei? Dranbleiben. So, zwischenzeitlich mache ich dann auch einfach mal so ein bisschen Pfeffer. Grobkörnig dann aufs Ei. Aber das Ei sieht schon gar nicht so schlecht aus, ja? Okay. Okay, aufgepasst. Ja, also, weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich werde es gleich nochmal verschweißen an den Enden. Aber momentan sieht es ja so aus, als ob der Hund einen in die Fresse gekotzt hat. Ich weiß auch gar nicht, wie man das jetzt auf Englisch sagt oder Amerikanisch. Also so soll es nicht sein. Das ist jetzt erstmal Part 1. Ich lade das jetzt auch gleich hoch, weil... Ja, ich muss ja im Keller die Scheiße, diese Rotz hier. Piss, ey, Rotz, Alien. Piss, ey. So, ich mach das kurz jetzt hier drehen. Also, das ist Part 1. Aber Part 2, ich schweiß es jetzt zusammen und dann geht's weiter, ne? Alien, Scheiße, ey. Ja, ich hab dir doch gesagt, das wird nichts, Lars. Was hast du mir. Du hast mir gar nichts hast du gesagt. Du hast gesagt, schweiß das zusammen, hast du Rotz drauf und. Nee, ich hab das eigentlich gesagt, das ist ja so nichts wird. Da musst du dir erstmal nachfragen, wie es. Du hast gar nichts gesagt. Du hast gesagt, du sollst es darauf machen und dann kann ich gleich losfilmen und kann zusammen kloppen und dann machen wir da mal 10er-Stahl. Ja, wieso nicht gesagt? Das soll sich schlau machen, bei YouTube gibt es noch Videos. Alter, komm, mach mich jetzt nicht blöd an, ja? Mach mich nicht blöd an, Alter, ich bin eh geladen, ne? So, ich schweiß das jetzt nochmal zusammen und dann probieren wir es nochmal und dann wird das was. Ich würde mir ein YouTube-Video angucken, aber ne, mach. Ja, mach ich nicht, ich mach das jetzt noch. Arschloch, selber. Was? Reicht langsam.